Wir haben uns 1974 in Göttingen kennengelernt. Wir sahen uns und waren total verknallt. Das war der Beginn der Frauenbewegung und das war für uns auch sehr viel Wind unter die Flügel. In den Zeiten lesbisches Leben hieß versteckt leben. Dass da Lesben keinen Platz hatten, das haben wir dann sehr deutlich gespürt und haben demzufolge gesagt, so wollen wir nicht leben, unsichtbar. Wir wollen sichtbar werden. Denn was nützt ein schönes Grundgesetz, wenn die Gesellschaft, wir allesamt, nicht dafür sorgen, dass der Boden bereitet wird, auf dem das gelebt werden kann, was das Grundgesetz uns ermöglicht. Wenn ich betrachte, was in den 50er, 60er Jahren vom Tabu, vom Nicht-Aussprechbaren bis zur Willkommenskultur im Standesamt, wenn ich da herkomme und sage, ich möchte jetzt meine Frau heiraten. Und dann denke ich, ja, das ist es, genau, mit größter Selbstverständlichkeit. Ich bin froh, dass wir ein Grundgesetz haben, in dem Gleichberechtigung verankert ist. Aber mir ist auch klar, dass ein solches Gesetz mit Leben erfüllt werden muss. Es ist der Alltag, in dem wir leben, wo wir allesamt gefordert sind, eine Atmosphäre der Akzeptanz für die unterschiedlichen Lebensformen, die es in dieser Gesellschaft gibt, herzustellen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist meine Vision.